Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir einen Brief von Luigi bekommen, dass er in der Eierplanetengalaxie einen Powerstern gefunden hat. Nur leider kommt er damit nicht wieder zurück. Das heißt, wir holen ihn schnell mal ab. Und wo? Da. Das war die erste Mission, die wir gemacht haben, Dino Piranha auf dem Eierstern. Ja, bla bla bla. Und auf dem Foto haben wir gesehen, wo er ist. Wer das Foto nochmal sehen will, im letzten Part sieht man's. Und da ist er ja. Nur rankommt, tue ich nicht. Hey, ne, also es geht schon so. Kommst du jetzt hoch, Mario? Es geht so, das weiß ich. Und ich habe keinen Bock, den Umweg jetzt zu gehen. 3 Jahre später. Also jetzt nochmal, ganz genau. Nein, das war nicht ganz genau. Und komm Mario, du schaffst es. Nein, es geht nicht. Früher bin ich so leichter hochgekommen und jetzt stelle ich mich an wie sonst was. Komm, irgendwie geht das doch. Ja, komm. Ja, geschafft. Du hast mich... Oh, welche Stimme habe ich ihm gegeben? Ich habe die Stimme vergessen, Mist. Egal. Du hast mich wieder gerettet. Auf dich ist eben Verlass, Bruderherz. Du willst den Powerstein, oder? Den habe ich gefunden. Hier. Nimm den Powerstern und kehre schnell zurück. Nee, so geht das nicht. Ich kann nicht gleichzeitig die Controller festhalten, Nase zuhalten und quatschen. Irgendeine Stimme finde ich schon für ihn. So, ja. Luigi im Eiersternhaufen. Natürlich wollen wir speichern. So, und wieder raus hier. Also raus, genau. Quatschen wir noch eine Runde mit Luigi. Na, steht immer noch. Mann. Was für Arbeiter hier. Nein, doch nicht dich. Ja, lass mich doch. Hier, so. Powersterne zu suchen ist anstrengender, als ich gedacht habe. Aber wenn ich mich nicht anstrenge, dann wird sich Bowser das Universum einverleiben. Was für ein Wort. Einverleiben. Na gut, egal. Ja, ein Up holen wir uns noch und jetzt gehen wir zur nächsten Mission, wo auch immer die ist. So, Dreiersprung, hier schön cool hoch. Und wie es aussieht, in der Küche waren wir. Wie cool. Küche. Jetzt habe ich Hunger. Ich mache mir später einfach was zu essen. Hauptsache, was für ein Weg zur Küche! Ich meine, wenn man hier was zu essen macht und dann servieren will, wieso man da wieder runterkommt? Da braucht man erstmal 30 Jahre und dann ist das Essen kalt. So, das haben wir. Phantomgalaxie! Einer der coolsten Galaxien, wie ich finde. Habe ich, denke ich, schon mal erwähnt, aber erwähne es halt nochmal. Und, was für eine Mission? Buhu, Wettläufer! Ah, ja. Ups, habe ich weiter gedrückt? Wollte ich gar nicht. Doch, wollte ich, weil wir es schon gesehen haben. So, mit dir haben wir auch schon mal gequatscht, gell? Ja. Die waren wir ja schon mal, haben aber nicht die normale Mission gemacht, sondern die geheime Mission, sozusagen. So, du bist platt. Mit euch habe ich keine Lust zu spielen, also gehe ich mal weiter. Hui! You spin my head right round. Da. Ein paar Sternteile noch einsammeln. Vergesse ich immer wieder. Wir brauchen sie so dringend. So. Was wollt ihr eigentlich hier? Gegen diesen Geist kann man nicht gewinnen. Pass auf die Fleischstücke auf. Ah ja. Auch die Bäume, wie cool die aussehen. Jetzt nicht mehr. So, was willst du denn?
Hä, du willst ihn haben? Dann musst du mich im Rennen besiegen. Ist mir recht. Also dann, auf geht's! Ah, die Fleischstücke meint er da hinten. Ich dachte schon, was für Fleischstücke. So. Also, Kontrollstick kann ich mal in Ruhe lassen. Ich will dauernd mit dem lenken. Obwohl hier man nichts mit dem lenkt. So, die Fleischstücke sind ganz interessant. Die nerven ein bisschen. So. Muss mich auch hier ein bisschen konzentrieren. Aber wir sind ja weit in Führung im Moment. Und hier könnten wir noch eine Abkürzung nehmen. Ich probiere es mal ohne. Ich will mal wissen, ob ich ihn ohne Abkürzung besiegen kann. Ich denke, ich habe die Passage noch nie genommen ohne Abkürzung. Komm, geh dahin. Genau. Hier brauchen wir halt eine Zeit. Sonst, wenn ich mich anstelle, hallo. So, würdest du jetzt bitte auf die andere Seite gehen? Danke. Und geschafft. Die Bestzeit auch noch geknackt. Und Buhu besiegt. Und ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Versprochen ist versprochen. Ich gebe dir diesen Powerstern. Danke, danke. Hey, nimm ihn und verschwinde. Ja, ja, ist doch gut. Was hast du jetzt zu sagen, Toddy? Ich wusste, du schaffst es. Klar doch. Glückwunsch. Danke, danke. Und damit haben wir unseren nächsten Powerstern. Und jetzt, soweit ich weiß, fehlt nur noch ein Powerstern in der Galaxie. Beziehungsweise, nein, stimmt, der Komet fehlt ja auch noch. Na, den Komet habe ich vergessen. So, bitte rein und Komet da, nö. Machen wir halt die normale Mission. Und diese Mission, soweit ich weiß, kennt man, jedenfalls das Ende. Das ist überhaupt die Welt als Schutt und der Geisterboss. Ja. Den Geisterboss, den kennt man bereits aus Super Mario Galaxy 2. Beziehungsweise ist ja der Nachfolger, ist klar. Trotzdem, aus beiden Spielen kennt man den, weil man da nochmal, ja, gegen kämpfen muss. Wow. Tolle Erklärung. So, was geht hier wieder ab mit euch? Toddy. Ich habe gehört, Luigi wurde von dem Monster drüben gefangen gehalten. Ah, du warst das da hinten. Na, dann gehen wir mal schnell und hauen mal auf die Nuss. Hier hält keiner Luigi gefangen. Außer Bowser vielleicht. So, mal schnell durchrennen, damit ich hier kein Problem habe mit dem komischen Stern. Und noch mehr Sternteile, die ich einfach ignoriere. Beziehungsweise die hier werde ich jetzt sammeln. Hopp, hopp, hopp. Du auch, genau. 15. Habe ich jetzt viele gesammelt. So, was geht hier ab? Noch ein paar Sternteile. Und die coole Geisterhausmusik. Toddy, hey, wie geht's dir? Hallo? Ja. Schüttle die Fernbedienung, um schwarze Geister herumzuschleudern. Wenn sie etwas treffen, explodieren sie. Na ja, du? Ah! Ach so. Dann packen wir mal seine Zunge und werfen ihn um. Die Bowser-Statuen müssen nämlich schnell mal weg. Die wird umdekoriert. Wie die verfressen hier mal gucken. Ich will essen, Mario. Lecker. Seit wann essen überhaupt Geister Fleisch? Wäre mir neu, dass sie das tun. Ich meine, sie sind ja schon tot. Was bringt denen dann noch mehr zu essen? So, und die letzte Statue bitte auch noch. Hallo? Danke. Und da ist der Dingsbumsring. Doch warten wir. Hier ist aber auch noch was. Und was ist hier? Hier ist Sternteile. Juhu, ich brauch sie, 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 ich brauch sie. Gut. Mehr gibt's ja nicht. Und gleich weiter geht's. Durch diesen komischen Planeten. Weiter zu diesem komischen Gebilde. So. Die Steine aktivieren wir auch noch hier. Genau. Immer mehr Sternteile. Oh, ich wollte dich doch schlagen. Danke.
So. Ach so. Ja. Das war nix gut. Doch, wir starten zum Glück hier. Das finde ich außerdem auch nicht so gut, dass man hier die Checkpoints nicht sieht. Im zweiten Teil hat man die ja später dann gesehen. Das waren ja diese Flaggen, ganz typische. Wie man sie aus Mario Bros. Kennt. Und du stirbst jetzt, danke. Dich betäube ich jetzt mal, jetzt habe ich zu viel Schiss. Dass ich schon wieder versage. Danke. Und Feuer frei! Und stirb. Damit haben wir unsere Münze und unsere Energie ist wieder voll. So, das sammeln wir auch noch schön. Ja, gehen wir einfach weiter. Und noch mehr Sternteile. Und nochmal, weil es so lustig ist. Und jetzt geht's weiter. So, und toll, auf der Rückseite geht's weiter. Wer hätte es gedacht? Du machst das da kaputt. Du machst das kaputt. Und ein Leben. Der Sinn des Lebens, noch mehr Leben zu sammeln. Kriege ich dich auch noch eigentlich da links? Ja, cool. Und noch einer fehlt und das ist der hier, denke ich. Cool. Und da hinten geht's weiter. So, lass mich bitte los, damit ich weiter kann. Juhu. So, jetzt aber bitte hoch. Danke. Noch einmal hoch. Danke. Und... Ach so, so muss ich gar nicht machen. Und los geht's. Durch diesen komischen Planeten, der ein bisschen aufhalten kann. Genauso wie Micha jetzt aufhält. Hallo? Danke. Ich dachte schon, wie lange dauert das? So, und zu diesem komischen Ball. Das Leben will ich noch. Leben. Danke. Man kann entweder hier oben rumlaufen oder, wie ich es gerade demonstriert habe, schön auf den Ball springen. Lustige Ideen hatten die Entwickler. Auch wenn wenig Sinn und Zweck dahinter war. So, nein, tut mir leid, ich brauche die Sternteilnummer. Kriegst heute nichts zu essen. Und wer ist hier? Wer hat Luigi gefangen genommen? Es ist der Stein-Dingsbums-Riese, bla. Hat er überhaupt einen offiziellen Namen? Weil Geisterboss ist ja kein Name, das ist ja eher eine Bezeichnung. So, warten wir kurz. Ach so! Das habe ich nicht. So, ich warte kurz, bis er nochmal Steine fliegen lässt. Oh, das wollte ich nicht erreichen damit. Dann mache ich es halt direkt. Ich wollte, dass er noch einen dritten Bubu da lässt, damit ich den noch benutzen kann. So, Bubu, los geht's. Die haben ja zum Glück einen hohen Radius. Das bedeutet, man kann sich schön fertig machen. Und der Bubu geht immer in die Richtung, wo wir ja nicht sind, damit er uns ausweicht und lässt kleinere schwarze Bubus los. Und mit denen machen wir ihn fertig. Das dauert aber ein bisschen sie sich materialisieren. Also man kann sie ja gleich am Anfang und Riesenfaust. Gleich am Anfang nehmen. So. Wieder seine Blütensteine. Diesmal sogar mit Gestik. Wow. Aha. Aha. Willst du es nochmal machen? Ja, als ob es was bringt. Boom. Also zielen musst du noch lernen, mein Freund. Einfach ist es nicht, ich weiß, aber muss halt gelernt sein. Und wieder getroffen. Und jetzt noch einen letzten Schlag gegen ihn. Na hier meine ich, jetzt braucht man einen Buhu und die haben sich noch nicht materialisiert und man kann ihn noch nicht treffen. Und warum auch immer braucht man für den Boss keine drei, sondern nur zwei Schläge. Vielleicht fanden ihn einfach den Boss zu schwierig, deswegen haben sie ihn vereinfacht. Und Powerstern, juhu, meiner. Oh, ich sehe schon, wir sind schon am Ende des Parts. Geht das wieder schnell. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part, wie wir, wenn der Komet da ist,
den erledigen und die nächste Galaxie besuchen. Freut euch drauf und 366 Sternteile. Es sammelt sich langsam. Cool, also bis dann. Ciao.